Müde und erschöpft krabbelte ich in meine Koje. Ich lag Kiel-Holtenau neben der Schleuse und wollte den nächsten Morgen in den Nordostseekanal tuckern. Ich war spät abends angekommen, musste 12 Stunden lang gegen Westwind aufkreuzen und war ziemlich fertig. Ich hatte gehofft, irgendwo noch etwas zu essen zu bekommen, aber Corona-bedingt hatte alles zu und so musste eine Flasche Bier mit einem Fischbrötchen ausreichen. Das ganze Schlamassel fing an, als ich von Fehmarn auslief, Kurs Kiel. Kurz hinter Leuchtturm Pflücke setzte die Maschine aus. Mir blieb nichts anderes übrig, als bei trübem Wetter mit trüber Stimmung nach Heiligenhafen einzulaufen und zu versuchen, am Wochenende die Maschine zu reparieren. Was mir dann mit einigem hin und her auch gelang. Naja, fangen wir mal der Reihe nach an. So, das Abenteuer kann beginnen. Mein Nordseeurlaub 2020 startet jetzt. Lauf gerade aus Neustadt aus, hat 3 Windstärken südlichen Richtungen. Es kommt erstmal der übliche Trip nach Fehmarn. Da werde ich heute übernachten. Morgen kommt ein Schiedwetter. Ich hoffe trotzdem gut durchzukommen bis Kiel. Da will ich Kiel-Holtenau festmachen. Und dann Montag früh durch die Schleuse. Und ich habe mir überlegt, nicht den ganzen Tag lang durch den Nordostseekanal zu tuckern neben den großen Pötten, sondern auf halber Strecke werde ich abzweigen in den Gneisenaukanal und dann durch die Eider fahren. Landschaftlich reizvoll und Dienstag und Mittwoch ist sowieso irgendwie 6-7 Windstärken aus West angesagt. Da muss ich weder auf der Ost- noch auf der Nordsee sein. Da tucker ich lieber schön auf dem Fluss lang. Schau mir die kleinen Städtchen auf der Strecke an und schau dann mal, dass ich Ende der Woche dort irgendwie rübersetze nach Helgoland. Ja, soweit der Plan. Mal sehen, was davon nachher wahr wird. Die Planung für diesen Trip war gut gemacht. Ich hatte mir ein günstiges Wetterfenster ausgesucht, hatte jetzt Südwind, konnte gut Kurs Fehmarn setzen. Am nächsten Tag sollte der Wind auf Südost drehen. Hervorragende Bedingungen, um nach Kiel zu kommen. Naja, aber wie das Leben so spielt, erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Oh je, kurz vor Fehmarn. Und der Wind ist eingeschlafen. Das ist ja ein Gebleier hier. Kommt eh achterlich. Und dann stehen die Segel nicht mal richtig. Keine Ahnung, ob der jetzt dreht. Oder wirklich einpennt. Die Maschine anschmeißen. Meistens, wenn man zu ungeduldig ist. Eine Viertelstunde später kommt der Wind aus einer anderen Richtung. Und dann kann man die Segel wieder hochziehen. Nein, der Wind setzte nicht wieder ein. Und der Maschine ging es dann nach Fehmarn. Das war ganz okay so. Ich wollte eh bei Regina einkehren. Lecker Fisch essen. Nächsten Morgen sollte es früh losgehen. 6 Uhr, Leuchtturm Pflücke blinkte noch, aber ich kam kaum aus der Bucht raus. Da fing alles wie verrückt an zu piepen. Die Lichtmaschine war erbrannte durch, verabschiedete sich mit 16 Volt, die sie auf die Batterien lud, und ich konnte nur noch die Maschine schnell abstellen und unter Segeln nach Heiligenhafen einlaufen. Es war jetzt allerdings Sonntag und ich konnte nichts ausrichten. Am nächsten Montag ging es denn los, Lichtmaschine besorgen, da hatte ich Glück gehabt und eine gefunden. Aber dann passte auch der Keilriemen nicht mehr und ich musste tatsächlich doch noch zu einem Treckerhersteller nach Oldenburg. So, neue Lichtmaschine organisiert. Daran hat's gelegen. Hier vor Ort beim Yachtservice, da konnte mir eine organisieren. Ja, jetzt die Flux wieder einbauen. Durch diese Geschichte mit der Lichtmaschine hatte ich nur 2 Tage verloren. Und meine ganze Wetternavigation war über den Haufen geworfen worden. Frühmorgens legte ich aus Heiligenhafen ab und machte mich auf den Weg Richtung Kiel. Mittlerweile hatte der Südostwind natürlich wieder auf West gedreht. Und zwar mit 5 bis 6 Windstärken. Und ich konnte ganz schön mühsam gegen an aufkreuzen. Na
Wetter war gut, die Sonne schien. Und 12 Stunden später war ich dann froh, als ich irgendwann in der Kieler Förde einlief. Zwar ein bisschen platt und fix und fertig, aber besser als nix. Ich dachte mir, jetzt hast du es geschafft, bist trotzdem durchgekommen und kannst dann ja gemütlich nächsten Tag durch den Nord-Ostsee-Kanal tuckern. Irgendwie war ich mächtig aufgeregt. Einhand alleine durch den Nord-Ostsee-Kanal, ich war da noch nie gewesen, auch noch nie durch solch eine Schleuse und machte mir viele Gedanken und überlegte mir, wie kriege ich die Manöver denn am besten hin. Am nächsten Morgen nach dem Brötchen holen schaute ich mir vom Land aus die Situation an der Schleuse an. Die Sportboote gingen gemeinsam mit der Berufsschifffahrt in die Schleuse. Die durften allerdings als erste auslaufen, um die Berufsschiffe nicht zu behindern, die dann anschließend frei manövrieren konnten. Okay, soweit hatte ich das jetzt verstanden. Auslaufen oder nicht auslaufen, das ist hier die Frage. Ich liege Kiel-Holtenau vor der Schleuse und will da gleich durch. Aber den Schauer, den fackel ich mal noch locker am Steg ab. So, auf geht's. Ich liege Kiel-Holtenau, will jetzt gleich durch die Schleuse. Soweit alles klar. Hoffe, dass ich dann gut durchkommen will bis zum Gneisenau-Kanal und dann die Eider weiter tuckeln. Wetter ist sehr durchwachsen, es geht ein Schauer nach dem anderen durch. Man muss sich also mit Regenklamotten anziehen. Danach wird es wieder brütend warm und ganz schwül. Naja, schauen wir mal. Jetzt erstmal los. Mächtig gespannt war ich auf der Schleusen selber. Die Berufsschifffahrt hatte natürlich Vorrang. Und die Sportboote mussten in einem Wartebereich abseits der Schleuse ihre Kreise drehen, um die großen Pötte nicht zu behindern. An großen Signalmasten neben der Schleuse wurden rote, grüne und weiße Signalfarben gesetzt, um klarzumachen, ob in die Schleuse eingelaufen, ausgelaufen und ob die Sportschiffe fahren dürfen. Diese mussten warten, bis ganz zuletzt ein weißes unterbrochenes Licht gezeigt wurde. Dann hieß es auch für die Sportschiffe einlaufen und klarmachen für das Anliegen in der Schleuse. Ich selber war mächtig gespannt, ob mir das gut gelingen würde. Einhand alleine in der Schleuse anlegen war ja nicht ganz so trivial. Normalerweise dampfe ich in meine Achterleine ein. Das setzt aber voraus, dass ich an irgendeinem Poller oder an irgendeiner Klampe vernünftig belegen kann. Insbesondere, da ich mit meinem Schiff nur gut an Steuerbord anlegen kann, da ich aufgrund des Schraubeneffektes sonst auf der Backbordseite immer mit dem Heck verdreht werde. Da aber auch die großen Pötte alle an der Steuerbordseite in der Schleuse anlegten, war klar, ich muss irgendwie Backbord festmachen. Ich hatte mir eigens dafür 3 Leinen, eine Vorder-, eine Mittelklampe und eine Achterleine an die Mittelklampe gelegt und hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich über Bord springen und dann das Boot irgendwie aufstappen konnte. Tatsächlich stellte sich heraus, es gab keine vernünftigen Klampe, sondern nur alte rostige Ringe. Und da muss man erstmal die Achterleine durchtüdeln, bevor man überhaupt irgendwie Fahrt aus dem Boot rausbekommt. Endlich ertönte das Schleusensignal und die Reise konnte weitergehen. Ich gab Vollgas, legte einen fulminanten Ableger hin, hing fast quer am Hafenbecken, aber dann hat doch alles geklappt. Hinaus ging es auf den Nord-Ostsee-Kanal. In einem großen Pulk mit anderen Segelbooten, die mit mir gemeinsam an- und jetzt auch wieder abgelegt hatten. An verschiedenen Stellen gab es große Poller, sogenannten Weichen, an denen sich die großen Schiffe begegnen konnten und dann auch festmachen konnten, um ihre Weiterfahrt gegeneinander zu koordinieren. Dirigiert wurde das Ganze auch wieder mit solchen Art Ampelschaltungen, Lichtsignalen. Die Rot, Grün und Weiß blinkten und den Schiffen signalisierten, sie dürfen weiterfahren oder müssen eben halten. Diese Signale waren nur für die Berufsschifffahrt, außer wenn alle 3 rot waren, dann mussten auch die Sportschiffer in einer sogenannten Weiche anhalten. Die Biedewind war recht komfortabel ausgestattet. Auf die Sühlwände konnte ich Sitzbänke montieren und konnte so erhöht während der Fahrt sitzen.
Insbesondere konnte ich so die Biedewind mit den Knien steuern, musste nicht die ganze Zeit die Pinne fest in der Hand halten. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. Mal schien die Sonne und dann kamen mal Schauerböen. Von vorn Windstärke 5 bis 6 und es saute nach Herzenslust. Einmal mehr freute ich mich, dass ich mir neue Regenbekleidung gekauft hatte, die sich jetzt als sehr nützlich erwiesen hatte. Tja, so eine Seefahrt, die ist lustig. Auf dem Kanal herrschte reger Schiffsverkehr und so musste ich höllisch aufpassen bei der Passage der großen Frachter. Wenn sie einem entgegenkamen, ging es ja noch, aber wenn sie von Achtern kamen, waren sie auf der gleichen Seite und man selber musste sich ganz rechts am Ufer halten. Allerdings nicht zu dicht, denn diese Frachter entfalteten so viel Sogwirkung, dass der Wasserspiegel dort um einen Meter tiefer sackte und man sehr leicht hätte aufsetzen oder irgendwie ans Ufer schlagen können. Es galt also, den richtigen Kompromiss zwischen näher zum Ufer und näher zur Schraube des Frachters zu suchen, sodass man nicht irgendwie in Bedrängnis kam. Sonne und Regenschein wechselten sich in einer Tour ab und so wurde es mir nicht langweilig. Überhaupt konnte ich es nicht bestätigen, dass die Fahrt auf dem Nordostseekanal eintönig ist. Klar, man schiebt Kilometer um Kilometer und fährt immer nur geradeaus. Aber es gab links und rechts genug zu schauen. Man fuhr durch Ortschaften, dann kam mal wieder eine Fähre. Berufsschifffahrt kam einem genug entgegen, auf die man aufpassen musste. Und so gab es immer irgendetwas zu tun. Nur die Pinne loslassen, das ging nicht. Autopilot war hier nicht angesagt. Das hätte nicht funktioniert. Als die Brücken von Rendsburg in Sicht kamen, freute ich mich, denn ich wusste, nun habe ich die Hälfte meines Tagespensums erreicht. Um 11 hatte ich die Holtenau-Schleuse verlassen, um 2:30 war ich in Rendsburg und so konnte ich mir ausrechnen, dass ich gegen 6 an der Gieselau-Schleuse ankommen würde. Und dort wollte ich mir mein Abendlager einrichten, um auf eine Schleusenpassage am nächsten Morgen in die Eider zu warten. Überrascht war ich über die große Anzahl an Wohnmobilen, die links und rechts des Kanalufers standen. Ganz offensichtlich hatte der Corona-Sommer seine Spuren hinterlassen. Die Deutschen konnten nicht ins Ausland verreisen und verbrachten ihren Urlaub im Wohnmobil. Obwohl mich die Plätze, wo sie standen, doch etwas verblüfften. Teilweise war das ja mitten im Industriegebiet. Na klar, aber die Küsten waren schon alle belegt. Der Nordostseekanal ist 100 Kilometer lang und zählt zu einer der am meisten befahrenen künstlichen Seeschifffahrtsstraßen der Welt. Er erspart den großen Schiffen den Umweg über Skagerrak und um Jütland herum. Es finden auf ihm doppelt so viele Schiffsbewegungen statt, wie zum Beispiel auf dem Panama-Kanal oder auch dem Suezkanal. Kurz vor der Abbiegung in die Gieselau ließ es sich Petrus doch nicht nehmen, mir nochmal einen Regenschauer zu schieben. Dabei war gerade alles wieder getrocknet. Aber das konnte meine Laune jetzt auch nicht mehr verderben. Denn ich wusste, ab nun wird 2 Wochen lang strahlender Sonnenschein sein und eine Schönwetterperiode kommen.
das hebt doch die Stimmung, egal ob es regnet oder nicht. So tuckerte ich langsam auf die Gieselau-Schleuse zu und suchte mir einen Legeplatz. Einen schönen Liegeplatz direkt vor der Schleuse gefunden. Große Flotte von Holländern liegt hier auch. Die wollen wir morgen sicherlich alle von Brunsbüttel, Cuxhaven und dann ab weiter in ihr geliebtes Eiselmeer oder wo auch immer sie herkommen. Und hier springen schon die Fische aus dem Wasser. Angler müsste man sein. Mein Ruheplatz für die erste Nacht. Vom Nordostseekanal abgebogen in den Gieselau-Kanal, ein ganz kleiner Seitenstich ist das. Und dort liege ich direkt vor einer Schleuse. Die anderen Schiffe. Am nächsten Morgen um 6 wurde ich geweckt von den ersten Booten, die ihre Diesel warm laufen ließen. Alle diese Boote lagen mit dem Bug Richtung Nordostseekanal, denn sie wollten dort ihre Reise weiter fortsetzen. Nur ich drehte mein Bug Richtung Westen. Um 8 sollte die Gieselau-Schleuse öffnen. Und ich wollte mit der ersten Passage durchfahren, um auf die Eider zu kommen. Freudig erregt wartete ich, dass sich die kleine Hubbrücke vor mir öffnete und ich in die Schleuse einfahren konnte. Geht's durch die Schleuse. Ab in die Eider. Grün. Fernab von der Berufsschifffahrt hätte ich jetzt ein Reich ganz für mich alleine. Links und rechts meines Weges gab es Natur ohne Ende. Überall waren Kühe, Wildenten, Schwäne zu sehen. Es war ein einfaches Paradies, was mich nun erwartete. Wenn dir mein Reisebericht bis hierhin gefallen hat, schenk mir doch ein Like und abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du auch keine weiteren Abenteuer, die auf meiner Reise entlang der Eider bis zur Nordsee passieren werden.